Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Kleinigkeiten eigentlich gemacht. Wir haben zwei neue Telekommunikationsmasten aufgestellt bei uns hier in der City. Unsere Serverfarm scheint hier immer noch gut unten zu laufen. Aber langsam wird es so ein bisschen ein zehrender Prozess. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch der Verkehr ist einfach sowas von weniger teilweise geworden. Wir haben bestimmte Stellen, da staut sich immer wieder, wie hier zum Beispiel. Da müsste man wirklich überlegen, und vielleicht sollten wir das auch wirklich machen, das hier als das ein bisschen zu verändern von der Straße her. Das werden wir jetzt auch mal angehen. Wir schmeißen dich raus, schmeißen dich raus, schmeißen dich raus. Tun diese achtspurige Straße nach draußen weiter verlegen. Und machen das jetzt hier ein bisschen angepasster. Ich hätte gerne die Mitte, genau. Wir sollten jetzt schon, dass wir minder. Obwohl, wir können es gleich noch tief, eins tiefer machen in dem Fall. Gehen wir zwei raus, so. Dann müssen wir hier runter wieder. Jetzt hier. Und dann einfach, weil wir haben ja hier die dementsprechenden Wege. Auf der Gegenseite. Ich habe die Seite ein bisschen zu eng gestaltet. So. Dann machen wir außen die Straße wieder vierspurig. So wie sie ja eigentlich gehört. Nein, ach. Ach, come on. Es ist teilweise echt nervig, diese Dinge zu platzieren. Jetzt kann ich das angeblich nicht mehr so platzieren wie davor. Willst du mich jetzt kicken? So, danke schön. Und jetzt halt wieder mit dir. Upgrade. Dankeschön. Und dann sollte sich das Ganze jetzt eigentlich so ein bisschen umbauen anfangen. Das, da innen machen wir dann auf eine sechsspurige Straße. Auf eine sechsspurige runter. Das muss ich auch nur wieder mittig setzen. Dann haben wir wieder so kleine Abfahrspuren. Und dann setzen wir das Ganze hier. Hä? Ah, hier.
Und ich brauche wahrscheinlich hier drüben auch, genau. Dann sollten wir vielleicht hier schauen, dass wir das hier ausschalten noch. And if you can, plan your trip outside the line. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than I have to start thinking about it. Ah, ist natürlich jetzt wieder die Sache, dass die auch hier drüben abbiegen müssen, ne? And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores. Können wir das hier? Nein. Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate. Or so my wife tells me. Schauen wir mal. Ah, das ist auch wieder nervig. Ist die Spur auch extra zum Abbiegen? Obwohl die eigentlich nur gerade ausführen sollte. Und euch hätte ich gern, dass ihr nicht gerade ausfahren könnt. Die Möglichkeit kriegt ihr gar nicht. Ich würde gern wieder einzelne Spuren einstellen können. Jetzt steht hier wieder der ganze Verkehr. Warum steht jetzt hier der ganze Verkehr wieder? Weil zwei, drei Autos, die beschlossen haben, sie wollen doch woanders hin oder was? Jetzt haben wir den ganzen Stau hier. Oh! Ich sag dazu gerade nichts. Der ganze Verkehr bleibt einfach stehen, weil einfach... Oh. Nee, Leute. Ihr habt die ganze... Ihr könnt auch einfach in die Stadt fahren. Ich weiß nicht, warum ihr unbedingt hier abfahren wollt. Ich bin gerade überlegen, ob ich das abreiße. Einfach damit es nicht weitergeht, weil jetzt gerade... Oh, jetzt gerade macht es Kopfschmerzen. Jetzt gerade ist es eine richtige Kopfschmerzstraße geworden. Ich habe gehofft, dass ich das damit vereinfache. Aber mit dem aktuellen City Skylines-System funktioniert das einfach nicht, weil du kannst keine Vorfahrtsstraße machen. Du kannst auch nicht sagen, hey, die Spur führt nur hier auf, du brauchst hier kein Stoppschild. Das ist... Ah, nee. Das sind wieder Sachen, die mich aufregen können. So, wir tun schon mal das hier weg. Hier, gleich kann ich das auch noch wegtun. Warum sollte eh kein Fußgänger bitte unterwegs sein? Hier dann auch bitte noch weg. Könnt ihr jetzt einfach einigermaßen normal fahren? So einigermaßen wenigstens. Ihr müsst auch nicht gut fahren. Und wenigstens einigermaßen, damit der Verkehr ein bisschen besser läuft. Jetzt stauert es mich. Ach nee! Oh. Der Plan war schöner im Kopf. Bin ich schon fast mal überlegen, ob ich das eine zweispurige Auf- und Abfahrt mache und das wieder... Es gibt keine achtspurige Autobahn, ne? Ja doch, halt einspurige. Also es gibt hier nur vierspurige Schnellstraße, die ich einbauen könnte. Hier zwischendrin. Dann müsste ich das hier so anbringen und dann die... Ob das auch so gut ist, wie es in meinem Kopf wieder ist, ich weiß es nicht. Just try it. Die Hoffnung war ja da. Oh, warte mal, ich habe gleich hier gerade ein bisschen Flüssigkeitsverbindungen gestoppt. Die eh ins Nichts führen. Okay, ja, dann ist wurscht. Warum müsst ihr euch denn immer eigentlich auch hier entscheiden? Ihr könnt euch dann 4 Kilometer davor entscheiden, wo ihr hin wollt.
Nee, ich beschwere mich teilweise nicht mehr. Nee, nee. Es bringt sich nichts. Es bringt sich nichts, wenn man sich hier drüber anfängt zu beschweren, weil... Das haben sie im ersten Teil hingekriegt. Warum kriegen sie es denn bitte schön nicht im zweiten hin? Ja, ich könnte eine komplette Schnellstraße werden, pipapo. Aber ich könnte doch einfach hier sagen, warum muss ich hier ein Stoppschild oder eine Ampel haben? Warum? Warum kann ich nicht Vorfahrtszeichen machen zum Beispiel? Das würde dieses ganze Problem beenden, weil die haben eh immer Vorfahrt und es gibt hier nichts anderes. Es wird das komplette Problem, was ich habe. Ja. Ich weiß es doch auch nicht. I don't know. I don't fucking know. Jetzt habe ich hier Stau. Warum habe ich jetzt hier Stau? Warum bleibst du jetzt stehen? Dein Ziel ist wohl ganz anders. Lass mich raten, du drehst es mitten auf der Straße um. Er dreht mitten auf der Ich finde es schön, dass wenigstens die Busse so ein bisschen versuchen zu umfahren jetzt. Ah, da habe ich natürlich jetzt mitten auf der Straße die Bushaltestelle gebaut. Okay. Das war nicht optimal. Der Grüne bleibt noch stehen. Okay, aber ich glaube, das sollte man dann alles hinkriegen. Und ja, das ist auch die Busverkehrsroute und hin und her. Bisschen verständlich ist es ja. Wie viele Leute auch hier auf den Bushaltestellen warten, ist auch irgendwie brutal. Nein, der wollte ich nicht hin. Wie weit geht der Stau mittlerweile? Soll ich dazu echt noch was sagen? Jetzt machst du dezidierte Auf- und Abfahrspuren und durch dieses Stopp-Ding hier geht... I don't know. Was ist, wenn ich die ganze runterspur? Das wird so schief laufen, glaube ich. Eigentlich müsste ich sie trennen irgendwo hier und auf zwei einzelne Vierer einbauen. Und dann hier vorne irgendwie runtermergen anfangen. Und ich lasse es auf einer Dreier, ist auch wurscht. Weißt du was, das machen wir jetzt. Scheiß drauf. Wir reißen diese komplette Straße bis zum Kreisel ab. Tut mir leid, liebe Straße, aber das geht mir gerade so tierisch auf den Senkel. Kann ich euch nicht wieder parallel verlegen sogar? Kann ich hier nicht irgendwo wieder den Parallelmodus anmachen? Schöne Sache. Dann lassen wir es hier noch ein bisschen auf. Warte, bevor ich hier weitermache. Mal kurz hier den Strang abreißen. Dann machen wir erstmal hier den Beginn sozusagen. Alles aus. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen mehr löschen dann. Okay. Runter reduzieren auf 2. Alles kurz anmachen, damit ich diese
Strecke setzen kann. Und dann setzen wir das jetzt einzeln am Ende noch. Setzen das Ganze andersrum, gut. Dann tun wir das hier unten noch mal ein bisschen abreißen, damit wir ein bisschen besser an die Schwingung rankommen. Gut. Warte, oh, das muss man umdrehen. Oh Gott, das ist... First! Ist okay. Und jetzt so rum noch. Und hier zwischen tue ich dann auch einfach auf zwei Spuren runter. Wow. Gut, und dann oh, das ist die ganze Verbindung nach unten. Hoppala. Verbinde ich mal an verschiedenste Straßen. Bitte kurz ran. Gut. Strom, wie schaut's da aus? Strom ist verbunden noch. Gut. Dann sollte das doch jetzt das Problem größtenteils gelöst haben, oder? Außer wir haben halt ein riesiges Verkehrschaos angestellt. Hoppala. Shit. Oh, meine. Ich glaube, meine Facecam ist gerade ein bisschen verzögert. Aber passt eh zum Ende der Folge ganz gut hin. Ja, die Cam ist gleich gerade um fast 10 Sekunden verzögert oder sowas. Schauen wir mal noch, dass das sich hier jetzt auflöst. Aber es schaut ganz gut aus eigentlich. Jetzt muss ich mit den Fußgängern wieder so ein bisschen zu rechnen, aber der Verkehr hier schaut. Es muss halt den ganzen stockenden Verkehr, den wir jetzt erzeugt haben, wieder auflösen anfangen. Das kann dauern. Die Sache wäre natürlich, dass wir vielleicht sogar eine doppelspurige Autobahn da reinsetzen, vertiefen in den Boden runter und, hey, guck mal, eine Kamera hat sich wieder aufgeholt, cool. Und dann sozusagen hier durchführen anfangen und drüber dann die Straßen und dann mit Verbindungsknüpfungen nach oben. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber, oh, dann auch wieder Stunden. Ich wette mit euch, ja, der hat sich schon wieder beschlossen, dass er woanders hin will. Warum steht hier gerade alles so weird? Alter, ist das teilweise weird, wie das Zeug hier steht. Kann dieses Motorrad bitte einfach... Ja, jetzt kann das fahren. Ich glaube, dass die Kreisel im Hauptstraßenverkehr einfach scheiße sind. Vor allem, wenn du auf einmal eine Masse an Bewohnern hier rumlaufen hast, wo du nicht weißt, woher zur Hölle die kommen. Weißt du was, wir machen jetzt Folgendes. We're live, and we're getting reports about a traffic accident.
So, jetzt gibt es keine Fußgänger mehr, die über die Straße rüberlaufen können. Das sollte sich in Kürze dann auflösen, oder? Du musst ja nicht auf beiden Seiten jetzt das machen, oder? Industrie in der Region ist auf der Rise, und wenn Business is doing well, that floats our boat. Ja, schau, die sind fast durch, das löst sich jetzt auf. Stück für Stück, die kommen vor allem mit hoher Geschwindigkeit hier auch rein. Was für eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben die echt da? Ah ja, stimmt, ich kann hier noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, glaube ich, ne? Da war was. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.